Jugendliche sind lieber in den sozialen Netzwerken unterwegs, als dass sie im echten Leben ihre Freunde treffen. Stimmt das wirklich oder sagt man das nur so? Das und was das Worldwide Wohnzimmer noch so zu bieten hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Ich bin Jan, euer EWE Smartgeber. Auf geht's! Social Media ist aus dem Leben der 12- bis 19-Jährigen nicht mehr wegzudenken, aber genauso gerne treffen sie sich mit ihren Freunden im echten Leben. 70% geben an, sich täglich oder zumindest mehrmals wöchentlich mit ihren Freunden zu treffen, um dann zu reden, zu gamen, zu shoppen oder einfach nur draußen zu sein. Junge Menschen gehen mit den neuen Medien viel ungehemmter um, weil sie für sie eben nicht neu sind, sondern schon immer da. Dabei konsumieren sie Informationen nonlinear und aus globalen Quellen. Sie haben den ganz anderen Zugang zu den Medien und nutzen Möglichkeiten, die sich viele von uns heute gar nicht vorstellen können. Für alle, die noch analog aufgewachsen sind, wirkt es ganz häufig so, als würden sie nur noch am Handy hängen. Das Internet ist für sie ein Raum für kulturelle und subkulturelle Begegnungen. Sie haben da ganz viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln und auch mal auszuprobieren. Also, jetzt mal weg von "die hängen alle zu viel am Handy". Lasst uns mal 5 positive Aspekte der Digitalisierung anschauen. Soziale Medien bieten eine Plattform, auf der Sie Beziehungen aufbauen und pflegen können. Das ist ganz besonders wichtig in der Phase, in der Sie sich vielleicht auch von Ihren Eltern ablösen, denn da können Sie sich austauschen und auch mal unter sich sein. Durch die Rückmeldung Ihrer virtuellen Kontakte können Kinder und Jugendliche erfahren, was bei anderen gut ankommt und was nicht. Das trägt zur Formung einer eigenen Identität bei. Deswegen nennt man soziale Medien auch Sozialisationsinstanzen, neben zum Beispiel Familie, Schule und Freunden. Immer und überall. Soziale Medien machen es möglich, seinen Freunden nahe zu sein, auch wenn man gerade allein ist. Man kommuniziert in Echtzeit, ohne Verzögerung. Egal, wofür die Kids sich interessieren, in Online-Communities können sie sich mit anderen vernetzen, die gleichen Interessen haben. Menschen aus der ganzen Welt. Das Internet ermöglicht es, Informationen zu suchen, Gedanken zu teilen, von Veranstaltungen und Neuigkeiten zu erfahren. Und auch wenn Kinder und Jugendliche meistens deutlich besser mit diesem System umgehen können, heißt das noch nicht, dass sie auch eine besonders große Medienkompetenz haben. Sie sind ja nun mal noch Kinder und Jugendliche. Es braucht zusätzlich die Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung. Man muss wissen können, was sozial verantwortbar ist. Man braucht ethische Kompetenz. Und hier kommen jetzt wieder die Erwachsenen ins Spiel, denn wir haben zumindest etwas mehr Lebenserfahrung und können deswegen zum Beispiel Konsequenzen besser einschätzen. Es ist besonders wichtig, dass wir der digitalen Welt nicht nur ablehnend gegenüberstehen, sondern den Kids auch unsere Hilfe und unsere Lebenserfahrung anbieten. Und bevor wir uns im nächsten Video mit den Schattenseiten des Internets auseinandersetzen, mit so Themen wie Happy Slapping oder Hate Speech, schreibt mir doch mal bitte in den Kommentar, was die schönsten Erfahrungen sind, die ihr durch das Internet sammeln konntet. Darüber würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.